Mapster ist ein Stuttgarter Startup, welches es ermöglicht, digitale Erinnerungen wie zum Beispiel Fotos und Videos dauerhaft an einem Ort zu platzieren, zu speichern und wieder abzurufen. Das Team, also die Jungs von Mapster, haben uns ihr Pitch-Deck zur Verfügung gestellt und wir wiederum haben es Felix Eiser, einem Investor, unter die Nase gelegt. Er hat exklusiv für uns laut gedacht und erzählt, was er von diesem Pitch-Deck hält. Also die Folie, da geht es um Probleme, das ist schon mal eine gute erste Folie. Aber das sind irgendwie 5 Probleme, das ist so ein bisschen so eine Erkenntnis, wenn man 5 Sachen auf eine Folie bringt, dann ist es relativ verwässert. Tendenziell würde ich immer ein Problem im Mittelpunkt stellen, so kommen hier relativ viel vor. Okay, hier stehen jetzt auch wieder 5 Lösungen, würde ich auch wieder sagen, ist wahrscheinlich besser eine Lösung zu haben. Und so richtig verstehe ich es auch nicht. Das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis bei Pitch-Decks. Also man selber steckt an seinem Thema ziemlich tief drin meistens. Und das macht es wieder schwieriger, das anderen zu erklären, die keine Ahnung haben, wovon man eigentlich redet. Vor allem, wenn es nur in Form von einer PowerPoint ist. Also im Gespräch bringt man das oft gut rüber und zeigt dann Beispiele und so weiter. Aber in einer PowerPoint ist es schwieriger, rüberzubringen, was man überhaupt macht. So, also grundsätzlich, so eine Folie ist gut, um zu zeigen, okay, wie sieht es denn eigentlich konkret aus, sozusagen, was ist denn mein Produkt? Ich bin auch ein großer Freund davon, wirklich super konkrete Beispiele zu geben, weil klar, Investoren sind meistens irgendwie oft analytisch und rational und können sich neue Themen reindenken, aber die kriegen auch so viele Pitch-Decks, dass es eigentlich innerhalb von 30 Sekunden klar sein muss, was macht die Company, wie sieht das Produkt aus, welches Problem wird gelöst, wie verdient die Geld so in etwa so. Und wenn man das nicht in 30 Sekunden rüberbringt, dann verliert man oft schon viel Aufmerksamkeit. Ja, für uns ist es aktuell noch schwierig, dadurch, dass wir eine komplett neue Technologie verwenden, die bisher keiner kennt und wir viel Erklärungsbedarf haben, einen Termin bei jemandem zu bekommen, der zu Beginn nur unser Pitch-Deck sieht und dann daraufhin entscheiden muss, ist es eine Technologie oder eine Geschäftsidee, die Sinn macht und die wollen wir näher kennenlernen. Also ich verstehe jetzt, das ist eine App und die funktioniert wie Pokémon Go. Genau. Ein Stichwort, das ich verstehe. Also ist auf jeden Fall richtig, genau. Wir funktionieren als App wie Pokémon Go. Das heißt, man schaut durch sein Handy und die Kamera triggert dann an welchen Locations irgendwelche Objekte hinterlegt sind. So die Aussage, es gibt keinen Wettbewerber, das ist natürlich immer die Frage. Kann natürlich sein, dass sie die allerersten sind, die super schlau sind und auf die Idee kommen oder dass es halt kein Business Model ist. Also auf das Zweite ist, da muss man so ein bisschen aufpassen bei der Aussage. So. Da ist wahrscheinlich interessanter, konkret zu überlegen, wer ist da in dem Bereich unterwegs und was machen die und warum sind wir besser? Also warum wird Instagram keine AR-Lösung starten und warum können sie darin besser sein? So, das ist eine Frage, die dann kommen wird und das könnte man hier schon beantworten. Der Unterschied, den wir beispielsweise zu Snapchat aktuell haben, wo man auch schon für andere Kontakte einen Dino durchs Bild laufen lassen kann, ist, dass wir Objekte dauerhaft an eine GPS-Koordinate verknüpfen können. Und das ist auf jeden Fall was gerade noch keiner so vorgestellt hat. Das ist schon mal gut, das ist konkret. Also da bin ich ein großer Fan davon, immer so konkrete Beispiele zu liefern. Das ist Paul, der ist 22, so, der reist gerne so und jetzt gucken wir mal an, was der sein Leben lang macht. Hätte das eher kommen müssen? Ja. Noch besser ist hier dann noch ein Stück konkreter zu werden. Also Paul, Anna und Steve, die sind wahrscheinlich erfunden, aber es ist ja auch nicht so schwer, hier echte Nutzer zu finden. So. Also die Celine so und von deren Foto zu zeigen, die mit ihrem Smartphone das wirklich nutzt und das wirklich noch konkreter zu machen. Wir wollen in neuen Sprachen starten von Anfang an. Das ist für mich sofort die Alarmglocke, Fokussierung. So. Aber wenn die halt in Korea launchen und irgendwie in China, kriegst du natürlich ganz andere Probleme, als wenn du in Deutschland bist. Allein mit Sprache und irgendwie Kultur und sonst irgendwas. So. Das schreckt mich eher ab. Also oft probiert man sich groß darzustellen, sagen hier sofort global irgendwie neuen Märkte, aber das würde mich als Investor abschrecken. Wenn ich frage, okay, die haben ihre Hausaufgaben noch nicht in Deutschland gemacht, wieso wollen die jetzt nach Russland? Das ist schon mal super, dass der hier so ein Google Glass trägt. So, sieht aus wie ein Cyborg, also das gefällt mir. So, und wenn der hier 7 Jahre Augmented Reality Experience hat, so, das scheint ja auch schon mal Vertrauen aufzubauen. Software Engineering, also grundsätzlich Techies sind natürlich immer gut. Mhm. So, also beim technischen Produkt hätte es mich jetzt gewundert, wenn die alle BWL studiert hätten. Auf der anderen Seite brauchst du wahrscheinlich einen BWLer, wahrscheinlich ist er das hier. Interessant wäre vielleicht mal ein bisschen konkreter, was sie jetzt wirklich gemacht haben. So, also bei welcher Firma er jetzt hier Software Development gemacht hat, was für Projekte das waren. Also kann man auch, glaube ich, recht gut Bullet Point-mäßig da drauf bringen. Was hier immer ganz gut ist, ist als Ergänzung, wenn die schon soweit sind, wenn die irgendwie Mentoren haben oder Investoren oder irgendwie ein Umfeld oder Berater oder so, die sich committen, hier auch drauf zu gehen. So, also dass man sieht, okay, die denken nicht nur darüber nach, was sie selber wissen, sondern die holen sich auch Input von außen. Da sind wir gerade dabei, auch verschiedene Meinungen uns einzusammeln. Wenn der Felix da
möchte, dann unterhalten wir uns gerne nochmal, dann darf er da gerne mit drauf. Direkt ins Pitch-Deck mit rein. Ich finde es ein bisschen diffus, also du hast gemerkt, ich habe immer noch nicht ganz geblickt, was wir eigentlich machen. Aber klar, also wir können gerne Kontakt aufnehmen, dann helfe ich denen auch gerne. Mhm.